meine Lieben, ich habe mich jetzt 2 Wochen leider nicht mehr bei euch gemeldet. Ja, in der Zeit ist viel vorgefallen. Ich selber hatte auch nicht immer Zeit. Und naja, wirklich was passiert ist auch nicht. Ich bin weiterhin noch rauchfrei. Bin das jetzt seit 42 Tagen. Yay! Ich habe mir mittlerweile tatsächlich eine Belohnung gegönnt, dafür, dass ich mehr als einen Monat rauchfrei bin. War Kleidung. Ein BH und eine Hose. Von Bonprix übrigens. Wer will? Ja, so viel zu meiner Belohnung. Ansonsten ja weiterhin rauchfrei. Ich komme damit immer besser zurecht, auch wenn es stressig wird. Meine Geruchssinn ist immer noch perfekt, immer noch schön, geil. Also ich nehme Gerüche tatsächlich immer noch sehr stark wahr und es ist teilweise echt wie so neues Land entdecken. Es ist wirklich interessant, was man vorher so gar nicht wirklich wahrgenommen hat an Gerüche. Ja. Dann muss ich mich langsam wirklich dran gewöhnen, den Geruch von Zigaretten zu ertragen, weil nun mal auch in meinem Umfeld geraucht wird. Sprich, Familie von mir und von meinem Freund rauchen beide. Das sind beide Mitglieder, die rauchen und ja, davon kann man sich nicht immer wirklich entziehen. Ich bin auf Höflichkeit erzogen worden, gehört sich auch so. Und ich finde es unhöflich zu sagen, geh bitte woanders hin mit deiner Zigarette, ich kann den Geruch nicht ab. Ja gut, ist an sich eigentlich was Normales und man würde wahrscheinlich auch nicht böse darauf reagieren, wenn ich sage, ich habe gerade aufgehört zu rauchen, ich kann diesen Geruch tatsächlich nicht ab. Finde ich an sich aber dennoch irgendwo unhöflich, weil ich bin selber Raucherin gewesen. Und als ich noch Raucherin war, habe ich mal gesagt, ja, das ist voll der Schwachsinn, von wegen Geruch nicht mögen und sowas. Ich habe selber mal geraucht, so, ne? Ja. Jetzt weiß ich, was die Menschen meinen. Ja, man nimmt diesen Geruch tatsächlich anders wahr, was ich sehr erstaunlich finde, weil ich bin tatsächlich mit diesem Geruch groß geworden. Meine Eltern haben schon zu meiner Kindheit an geraucht. Es wurde in der Wohnung geraucht. Im Wohnzimmer, wo auch gespielt wurde, wo gegessen wurde, teilweise. Ja. Gut. Damals war es wahrscheinlich normal. War halt da, kannte man nicht anders. Heute ist es so, meine Mutter hat ja auch aufgehört zu rauchen. Das heißt, Geruch ist tatsächlich weg aus der Wohnung. Ja. Da ist das irgendwo, ich glaube, normal, dass man diesen Geruch sehr viel stärker wahrnimmt. Ich hoffe, dass das wirklich eine Gewohnheitssache ist und dass ich mich daran auch wieder gewöhnen werde, diesen Geruch wahrzunehmen. Und ich glaube, solange es wirklich nur eine Zigarette ist, werde ich damit auch leben können. Schlimmer wird es, wenn es Zigarre oder ein Zigarello ist. Für die, die nicht wissen, was ein Zigarello ist, ist es eine Mischung aus Zigarette und Zigarre. Hat denselben penetranten Geruch wie eine Zigarre, schmeckt pervers. Also ich finde es zumindest so. Das habe ich schon als Raucherin so gesehen. Ich habe mir versehentlich mal eine Schachtel gekauft. Ja, die kriegst du als Schachtel. Kostet, ich glaube, 2-3 Euro. Ja. Und ich bin mit so einer Schachtel wirklich 2 Wochen hingekommen, obwohl ich so eigentlich am Tag so um die 20-30 Stück geraucht habe und das war eine 19er Schachtel. Ja, kann man mal sehen, wie wenig ich geraucht habe in der Zeit. Hätte ich vielleicht der Bauchknacken das aufhören sollen. Was dann noch ganz schlimm ist, wenn das sogar noch Zigarellos mit Vanille ist. Vanille, ich mag Vanille, ich mag Bourbon-Vanille, ich mag Vanillekipfel, wenn sie selber gebacken sind. Ich habe sie selber letztes Jahr gebacken, schmecken geil selbst gebacken. Gekauft ist das so eine Glückssache, mal ja, mal nein. Vanille-Eis mit Bourbon-Vanille mag ich.
Problem ist nur, ich kann den Geruch nicht ab. Ich kann zum Beispiel in keinem Auto mitfahren, wo ein Vanillebäumchen hängt. Wird mir schlecht von. Ich kann tatsächlich diesen Geruch nicht ab. Was dann natürlich toll ist, dass man dann ein Parfüm bekommt, was nach Vanille riecht. Ja, gut. Ein Spritzer geht noch, ist okay. Mehr sollte ich dafür aber auch nicht verwenden, weil sonst wird mir wieder schlecht. Meine Mutter bekam damals mal so ein Paket, alles mit Vanille geschenkt, so Hygieneartikel, Seifen und allem drum und dran. Da habe ich schon zu ihr gesagt gehabt, das verwendest du nur, wenn ich nicht da bin. Ja, sie kann das sogar selber nicht riechen. Sie mag den Geruch von diesem Geschenk auch nicht. Von anderen Sachen ja. Was für mich natürlich, jetzt werden natürlich einige denken so, hä? Ja, das ist ja aber Vanillekipfel mit richtiger Vanillebacken. Ja. Mit einer richtigen Vanilleschote, also kein Extrakt oder so, richtige Vanilleschote, wo ich dann erstmal gemerkt habe, wie man damit kämpfen muss, mit dieser blöden Schote. Wo ich eigentlich immer dachte, das ist ganz einfach, ich weiß ja, wie es funktioniert. Ja. Ich habe Kirchen oft genug zugesehen. Da habe ich dann aber auch erst gemerkt, das ist doch nicht so einfach, wie man denkt. Ja, also das mit dem Geruch war auch für mich irgendwo eine Tortur. Ich habe mir, ich glaube, 5-mal die Hände gewaschen, nachdem ich fertig war, weil ich so extrem nach Vanille gerochen habe. Und da zu der Zeit war ich noch Raucherin. Wie das heute ist, weiß ich nicht. Ich habe weder das Parfüm nochmal gerochen, noch habe ich mir die andere Vanilleschote geschnappt und nahe dran gerochen. Man kennt das halt, ne? Also so Gerüche, die man so nie mochte, an die geht man auch nicht, wenn sich der Geruchssinn verschärft hat. Ja, ansonsten, ich habe nicht mehr Zigarette gegriffen, nicht mal zu einer einzigen. Meine Mutter war kurz im Überlegen, ob sie sich eine E-Zigarette holt. Dann kam sie irgendwie vom Einkaufen wieder und sagte, nö. Keine Ahnung, was vorgefallen ist. Sie sagte, nö. Okay, meinetwegen, bitte. Ansonsten, ja, kann ich euch eigentlich nicht viel weiter zu sagen. Gut, mit dem Kreislauf, da hat sich noch immer nicht eingerenkt. Das liegt aber, glaube ich, auch tatsächlich an diesem Hin und Her vom Wetter. Da ist natürlich April, Mai, ist normal. Mit den Temperaturen immer am Schwanken und mal Regen, mal nicht. Dienstag hatten wir Sturm in Norddeutschland, da hatten wir sogar Tornados. Ja, führt teilweise bei mir leider auch so Kopfschmerzen. Ich bin ja leider sehr sensibel und ich denke, dass das beim meinem Kreislauf tatsächlich nur noch wirklich vom Wetter her kommt. Und ja, Schlafstörungen sind auch weg. Naja, weg nicht. Ich habe es immer noch teilweise, aber die habe ich vorher auch schon gehabt, als ich noch geraucht habe. Das hat bei mir andere Gründe. Dagegen wird auch schon was gemacht, aber es liegt jetzt nicht mehr am Rauchen. Beziehungsweise daran, dass ich aufgehört habe an dem Entzug. Schweißausbrüche habe ich auch nicht mehr. Ja. Hustanfälle habe ich auch nicht mehr. Ich bin auch nicht mehr so kurzatmig wie früher, zu der Zeit, wo ich noch geraucht habe. Und meine Finger sind nicht mehr gelb. Ich habe das sonst mal mit dem Zeigefinger gehabt, dass der gelb war. Ist er jetzt nicht mehr. Gott sei Dank. ja, sonst. Ja gut, ich habe jetzt mittlerweile mehr Hunger. Weil ich bin eigentlich nicht so der Mensch für Frühstück. Ich habe sonst eigentlich immer nur meinen Kakao gehabt. Hat gereicht. Ja, jetzt ist es tatsächlich so, dass ich auch mal wirklich ein Brot essen muss oder so, weil ich dann wirklich Hunger kriege oder halt auch einen Apfel.
ja. Ist aber jetzt nicht so, dass ich dadurch irgendwie mehr zunehme oder so. Man muss halt so seine Linie finden. Sich auch viel bewegen und all sowas. Ja. Zu meinem Video-Wochentagebuch. Das wird jetzt nicht mehr regelmäßig stattfinden. Ich werde jetzt mich erst wieder melden, wenn ich tatsächlich ein halbes Jahr lang rauchfrei bin. Dann werde ich mich bei euch melden und werde euch erzählen, was in der Zwischenzeit noch alles passiert ist und ob ich neue Errungenschaften habe, was das Wissen angeht. Und ja, bis dahin wünsche ich euch viel Erfolg beim Nicht-mehr-Rauchen und hoffe, ihr bleibt auch dabei und ja, vielleicht erzählt ihr mir auch mal selber von euren Erfolgen. Ihr findet mich, wie gesagt, auf Facebook, auf Twitter findet ihr mich, da könnt ihr mir ruhig schreiben. Und ja, für die, die es nicht wissen, auf meiner Kanalinformation findet ihr dann auch die Links passend dazu. Und ja, Google Plus bin ich natürlich auch zu finden. Ich würde mich freuen, von euch zu hören und vielleicht auch mal ein paar Infos von euch zu bekommen, ob ich euch helfen konnte und was ihr bisher so erlebt habt beim Nicht-mehr-Rauchen. Ciao!